Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Transformers Krieg um Cybertron. Wir sind hier mitten in der Schlacht, wie könnte es anders sein? Wir sind auf dem Weg, die Flugabwehr auszuschalten. Geschütze, die werden uns auseinandernehmen. Nein, werden sie nicht. So, wow. Ach, von da oben. Also das war mal ein hässlicher Autobot. Also ich muss sagen, hier habe ich wieder ordentlich irgendwas bewiesen. Ordentlich Lack, weil das ist die perfekte Waffe für hier. Ein reines Gemetzel, Leute. Oh, shit. Das nehmen wir mit. Hallo? Hallo, da ist es doch. Geht doch. Wer schießt denn hier denn immer noch? Ruhe im Karton da oben. Verdammte Axt. Oh, warte. Einmal hier ein Autobot-Symbol. Why not? Haben wir wenigstens was gefunden. Was ist das hier? Flakgran. Shit. Was habe ich denn getan? Ich habe wahrscheinlich meine letzte Granate rausgeschmissen. Egal. Da war ich doof. Da wollte ich mit B aufsammeln. Wobei B hier die Taste ist zum Werfen. Wenn ihr das auf PlayStation spielt, halt die Kreistaste. Autobots down. Oh, geil, Junge. Nullstrahl. Yes, baby. Gleich aufmunitionieren. Ab jetzt wird's richtig funny. Genau deshalb. Wir müssen diese Luftabwehrgeschütze verteidigen. Jetzt! Greift die Autobots an, solange sie abgelenkt sind. Waffen überhitzt. Über mir sieht Autobot auf. Na, warte. Geschütz abmontieren. Hört auf, mir in den Weg zu laufen, ihr Affen. In der Tat. So, leider kann ich jetzt meinen Fahrzeugmodus nicht benutzen. Hier machen wir aber immer dran, für den Fall, dass das uns Energie gegeben hätte. Boah, die Mucke. Das erinnert mich so an den alten Transformers-Film, den von 85. Da war ja auch so ganz viel Rock drin und so. Boah, geil, ne? Achso. Zack. So. Und da hat sich das Luftabwehrgeschütz erledigt. Unser Ende gewesen. Ich dachte, dunkles Energon wäre auf unserer Seite.
Ruf die Bombe! Übermittle die Koordinaten. Brawl, hier ist Starscream. Deine Bitte wird abgelehnt. Ich lasse nicht zu, dass du noch mehr meiner Schiffe verschwendest. Sieh an. Seit wann sind es denn deine Schiffe, Starscream? Oh, Lord Megatron. Ich wusste nicht, dass ihr dort seid. Ja, ja. Um Luftunterstützung gewährt. Es wird jedoch etwas dauern, bis die Bombe euch erreichen werden. Ich fürchte, ihr müsst geduldig sein. Autobahnverstärkung ist auf dem Weg hierher. Starscream. Decepticons, haltet die Positionen, bis die Bombe hier ist. So, jetzt machen wir natürlich. Wir sind natürlich clever. Wir verschwenden nicht die Munition von dem da, sondern machen hier einmal Rabatz, weil hier haben wir natürlich unendlich Munition. Autobots würden niemals so schnell aufgeben. Das ist wohl wahr. Jeder bleibt in Alarmbereitschaft. Ich bin voll in Alarmbereitschaft, Sir. Da sind ein paar Feinde auf dem Dach. Alter. Ich habe ganz vergessen, dass das hier so eine abgefuckte Stelle ist, ey. Ich nehme mich mal eben hierhin zurück, vor allem will ich wissen, was hier für eine Waffe drin ist. Ach, das Ding. Jetzt vergessen das Teil. Könnt ihr mal bitte aus meinem Weg rausgehen, ihr Affen? Ehrlich, was für Bobs. Voll drauf. Das Ding nehmen wir hier wieder raus. War es das jetzt, oder? Okay. Wir werden hier abgeschlachtet. Autobot-Armee!
Und da kommt sie. Boah, was ein krasses Ställchen. Fress das, Autobots! Die Straße sieht frei aus, Megatron. Das kann man so sagen, ja. Die Kammertüren aufgesprengt haben. Gut. Brawl, bleib hier und halte diese Position. Der Rest von uns schreitet voran und holt den Omega-Schlüssel. So, was haben wir hier drin für eine Knarre? Photonengewehr? Nee, das bringt mir nichts. Auch wenn mir der Nullstrahl auch im Prinzip nichts bringt im nächsten Kampf. Hey, was geht? Wer ist das denn? Ein ganz harter. Oh, shit. Ein ganz dicker Panzer. Ich habe eine gefunden. Wow! Komm und hol mich, überdimensionierter Rosnheimer! Eddie! Eddie! Hier wäre jetzt eigentlich die Pumpgun nicht schlecht, ne? Alter Vater! Achtung! Die Kanone des Panzers ist noch voll einsatzfähig! Ah, hier ist nur Lebensenergie drin, nichts anderes. Die Enemy Stumm! Na toll, keine Munition mehr. Okay. Megatron, der Alter Vater. Ist nicht mehr funktionstüchtig. Ja. Das war ich. Allein ich. Weiter, Decepticons. Zu den Kammern. So. Huiuiui. Einmal bitte alles nachladen. Der Hammer, Jungs. Wer hat das hier liegen lassen? So, hier ist Megatron. Sieht ziemlich zertrümmert aus hier. Dann machen wir die Luke mal auf. Höchstwahrscheinlich werden wir vielleicht ein bisschen überziehen müssen heute. Hallo? Hallo? Da, okay. Megatron, du bist wirklich hartnäckig. Aber in meine Kammer einzubrechen, das ist zu viel des Guten. Ich werde keine Worte an dich verschwenden, Zeta Prime. Gib mir den Omega-Schlüssel, dann verschone ich vielleicht, was von deiner Stadt übrig ist. Oh, hier geht's nicht weiter. Ah, warte. Wir machen's auf die Decepticon-Art. Wir schießen uns den Weg nach unten. Omega-Schlüssel wird niemals dir gehören, Megatron. Ich freue mich darauf, dass ich hier persönlich aufsagen will. MP-Granaten, sehr gut.
Was ist das? Ach, der Magma-Granatwerfer, der ist scheiße. Was hat Zeta vor? Autsch. Hey, ich funktioniere noch. Ich funktioniere nicht. Jetzt nicht mehr. Idiot. Ich hab mich bewegt. Was haben wir hier? Ach, das Ding wieder, okay. Das ist korrekt. Solltest du mittlerweile wissen. Decepticons, vorrücken! Schlüssel ist in meinen... Was? Hast du wirklich geglaubt, es würde so einfach sein? Komm hier runter, Zeta Prime. Dann gebe ich dir die Antwort. Ich werde bleiben, wo ich bin. Von diesem Punkt aus habe ich eine ausgezeichnete Sicht auf deine Zerstörung. Mein Wille steuert die gesamte Kammer, Megatron. Ich muss nur meine Hand schließen, um dich zu zerquetschen. Ist klar. Der Boden leuchtet. Es ist überall. Er wird uns zermalmen. So, wir sehen schon, ne? Das ist so ein klassischer... Du musst mal eben ein bisschen ausweichen. Kennst du es jetzt, Megatron? Das ist mein Reich. Deine Tricks machen mir keine Angst, Zeta. Hier habe ich die Macht zu kontrollieren und zu erschaffen. Alter, was ist hier los? Wow. Du kannst so ein Nerd sein, Soundwave. Aber sowas von. EMP-Flinte. Nice. Klonen? Mehr hast du nicht zu bieten? Du hast keine Ahnung. Hier habe ich grenzenlose Macht. Megatron, vielleicht können wir Zetas Maschinerie während der Aufladephase beschädigen. Ein tapferer Versuch, Decepticons. Aber Autobot-Geräte sind widerstandsfähiger, als ihr denkt. In dem Fall nehmen wir dann doch lieber die wieder mit. Toll. Und ich bin voll reingelaufen, weil ich doof bin. Ja, ich würde sagen, wir machen dann hier an dieser Stelle Schluss. Es passt ja gerade wieder richtig schön. Ja, ich sage dann zu euch, see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Transformers Krieg um Cybertron. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.